Es gibt jetzt Halloween, gab eigentlich schon vor einem Tag, aber ich sag's euch erst jetzt, damit ich gucken kann, was sich lohnt und was nicht, weil es ist mehr Zeug als bei dem letzten Update. Wie ihr sehen könnt, ich fahre hier gerade in der neuen Frankenstange rum. Ich weiß nicht, wie der Name ist. Auf jeden Fall, das ist jetzt über Halloween, also. Ja, es gibt einen ganzen Modus namens Blitzer, aber der ist nicht das Wichtige, weil kaum interessant. Ich habe ihn einmal gespielt. Übrigens, also kann ich euch sagen, es ist auch ganz lustig, aber es ist nicht etwas, das man unbedingt öfters machen muss. Auf jeden Fall, während ich jetzt dahin fahre, werde ich euch schon mal sagen, was es Neues gibt. Es gibt neue Masken, neue Gesichtsbemalung und eine neue Waffe. Ich weiß nicht, ob man es Waffe nennen kann, aber es ist eine Taschenlampe. Nennt es eine Waffe, wenn ihr wollt. Ich nenne es eine Waffe, weil es nur Ammunition gibt. Und ja. Das war die Waffe. Ihr könnt mit der Taschenlampe schlagen, ist aber genauso wie mit einer Faust. Wenn ihr zielt, hat er so wie ein Messer oder so in der Hand, aber es kommt Licht raus. Das ist echt toll. Nicht mal eine neue Animation dafür. Also, ja, das war's von der Front, von dem, was die Leute haben wollten. Und es ist nur ein Special, also. Gibt übrigens auch das hier, also zwei neue Hupen und neue Wackelpuppen oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, dann kommen wir mal zu den Masken. Die gibt es nur bei Monster. Mal nachdenken, wo fängt an? Ah, hier. Schwarzer Bärtiger Lucifer. Die meisten davon dieselben, nur halt anders angestrichen. Also anders angestrichen. Es gibt irgendwie mehr Masken, als man wirklich braucht. Das ist jetzt so gesehen auch noch zu Halloween, also zeige ich es euch. Ja, ab hier nicht mehr. Auf jeden Fall, das war's von dem Masken her. Die Gesichtsbemalung muss ich nicht extra zeigen. Aber werde ich, weil ich cool bin. Auf jeden Fall, das waren die Masken. Die sind extrem teuer. Und das Update, also das Special, das. Keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt, geht bis zum 16. November. Das heißt, ihr habt bis zum Ende circa nächster Woche Zeit, um zum Beispiel Geld zu verdienen, dies zu machen, das zu machen. Ich habe übrigens den Charakter genommen, nicht den anderen, den ich habe, weil man kann es besser sehen. Gesichtsbemalung. Ja, das sind wir. Damit man es besser sehen kann, habe ich jetzt die Deckkraft auf 100. Es ist nicht wirklich. Es passt, aber es ist nicht wirklich nötig, was ich jetzt sagen will. Das war's schon. Dann gibt's noch Make-up, aber da gibt's auch extra nichts Neues davon. Und auch nicht wirklich nötig, dass es das geben würde.
Ich habe einen also von Schlitzer gekriegt, die habe ich jetzt aber nicht extra an. Das ist die Taschenlampe. Es ist eine Taschenlampe. Aber es ist total unsicher, man kann auch einfach so eine Pistole mit taktischem Licht haben und dann das machen. Die Taschenlampe ist wirklich nur für diesen einen Spielmodus gedacht. Weil man kann nicht wirklich schneller laufen, während man sie anhat. Man ist immer im feindlichen Modus, wenn man sie anhat, weil wenn ich jetzt hier zu jemandem komme, die werden direkt irgendwie aggressiv davon. Es ist auch keine gute Nahkampfwaffe. Naja, es ist, weil es eine Taschenlampe ist. Aber ich meine nur, die hat nicht mal wirklich Stats so von dem, was man weiß. Die Taschenlampe ist so gesehen nur eine Verbesserung von der Faust. Was geht zu dem Wagen da hinten? Danke. Die ist nur eine Verbesserung der Nahkampfwaffe. Es gibt noch einen anderen Wagen, den habe ich aber nicht gekauft. Ich hatte vor, vielleicht mache ich noch. Aber auf jeden Fall, das habe ich nicht. Und ja, das war's. Zumindest von der Wagenseite her. Außer vielleicht, dass sie noch Sachen wie. Aber das ist wirklich nicht viel. Ihr habt ja gesehen, ich habe bereits eine Tuning-Folge gemacht und hochgeladen. Da war halt nicht viel Neues. Und die neuen Wagen sind auch keine Lowrider. Die hätten wenigstens da reinmachen können, damit man sie ein bisschen verbessern kann. Die Wagen sind gut. Der Wagen hier hat zum Beispiel 4 Sitze. Zwei gehen hinten rein, zwei gehen vorne rein, für jeden, der es noch nicht begriffen hat. Hat einen netten Motor, aber seit dem Lowrider Update ist so etwas wirklich nicht mehr das Neueste. Das Wagen schick aussehen. Das Einzige, was gut ist, wenn man im freien Modus mit anderen Leuten ist, dann kann man da immer noch mit an anderen Leuten vorbeifahren. Das kann man aber auch mit Lowridern und mit Musik. Ja, das ist aber auch wirklich das war so gesehen das Update, das Special. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach noch mal zu Los Santos Customs, nur um euch noch mal zu zeigen, was es Neues gibt, weil das meiste davon war so etwas. Ja, wir sehen uns dann, wenn ich da bin. Wir sind zurück. Und wir sind zurück mit der Frankenstange. In der Tuning-Werkstatt. Offensichtlich. Ja, es gibt. Ja, könnt das einfach, wenn ihr jetzt andere Video guckt, aber ich zeige es nochmal hier, weil Leute haben das nicht geguckt und es war nicht so gut, dass man es geguckt haben soll. Auf jeden Fall, das sind die Wackeldingstars. Sind übrigens alle aus irgendwelchen Horrorfilmen rausgemacht worden oder irgendwelchen Klischees. Ja, das war so ziemlich alles. Es gibt noch Designs bei dem, aber die zählen nicht wirklich zu den Artikeln, weil es nicht alle haben. Und das warst du wirklich. Es gibt von dem Tuningland, obwohl wir gerade dieses Update hatten, wo es gerade über Tuning geht, von Lowridern, absolut nichts. Da gibt es noch andere Sachen, die man machen könnte. Zum Beispiel ich was hier? Nein, hier. Und das war's alles von dem Tuning. Das war jetzt wirklich alles. Es waren die Wackelköpfe, die zwei Wagen, was eigentlich ganz okay war, und es war eine Hupe. Und das war so ziemlich das Update, das Special. Es war kein wirkliches Update, ihr müsst es nicht herunterladen. Es ist auch gratis. Man muss einfach nur das Spiel laden und dann hat man das Special schon drinne. Weil es einfach das nur im Online-Modus ist. Zumindest denke ich das. Ich habe im Story-Modus nicht geguckt. Aber auf jeden Fall, das war absolut alles, was man dazu sagen kann. Absolut alles. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Und ja.